Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Spieler und Deckcheck. Patrick Bodele, mein Name, heute wieder bei mir Christopher Postel. Mit Guten großen Tag. Handbewegungen präsentieren wir euch heute wieder einen Modern Deckcheck. Ist meine Handbewegung dazu. Hallo, es ist früher Morgen, ich brauche Energie. Und zwar, wer hätte es anders gedacht, die Eldrazi sind noch immer nicht weg. Es gibt Band-Eldrazi heute zu essen. Ja. Ich würde sagen, fangen wir gleich an mit dem Deck, oder willst du davor irgendwas? Nein, ich will danach was sagen. Du willst danach was sagen? Okay. Fangen wir an mit der Mana Base. Du spielst nur zwei Basics, Plains Ja, und Forests. weil man halt, also nehmen wir die Fetchländer dazu, man spielt vier Fetchländer, man fetcht nicht so oft aufs Plains, man fetcht überhaupt selten in dem Deck. Die zwei Basics sind halt mehr oder minder da, damit man nicht nicht Auto verstirbt am Blood Moon, wenn er kommt, beziehungsweise wenn der Gegner ein Path to Exile spielt, dass man sich halt auch nicht. Nichts suchen kann. Genau, richtig. Okay. Wenn wir zu den Fetchlands passen, hast du dafür ein Hellhound Fountain, ein Breeding Pool und ein Temple Garden. Genau. Das heißt, das sind wahrscheinlich eher deine Fetch-Targets. Ja, man fetcht also die meiste Zeit auf die Schockländer, schaut, dass man am Anfang Grün regelmäßig hat und in weiterer Folge reguliert sich die Mana-Base eben auch durch die Mana-Dorks, die man spielt, eh von selber. Okay. Gut, dann spielst du natürlich drei Cavern of Souls, weil auf Eldrazi genannt bringen Genau. sie dir jede Farbe. Ja. Und viele Schockländer, weil das ja für dich Triländer, nicht Schockländer, Painländer? Painländer, weil das ja für dich Triländer Genau, sind. richtig, ja. Innerhalb von zwar vier Brushlands und zwei Yamamaya Coast, man sieht auch da, dein Fokus ist eigentlich weiß-grün, weil du hast keine Insel im Main Deck, du hast Nein. weniger blau in den Painländern. Genau, also das Deck spielt prinzipiell weniger blau, ja. Und die Painlands sind einfach, wie du gesagt hast, eben das sind Treelands hier. Und man verwendet eigentlich nur die ersten zwei, drei Turns vielleicht für das farbige Mana und dann schaut man, dass man seine Eldrazi Engine ins Laufen bekommt und dementsprechend sich nur das Waste Mana produziert. Okay. Gut, dann Eldrazi natürlich kommt nicht aus ohne vier Eldrazi-Tempel. Ja, macht zwei Mana. Super gut. Super gut. Okay. Und dann hast du noch zum Abschließen zwei Ghost Quarter. Ja, das ist also das Ghost Quarter, das ist so das ist so meine Handschrift in den Decks. Ich habe das schon in mehreren Videos gesagt, eben dadurch, dass Modern so ein diverses Format ist, dadurch, dass man ein Format spielt, wo Ingmar's Nexus relevant ist, wo Raging Ravine, Celestial Colony relevant sind, wo Tron-Länder relevant sind, probiere ich, dass ich diese Mana Denial unter Anführungszeichen halt in jedes Deck irgendwo ein bisschen hineinbringen, damit man halt nicht blöd schaut, wenn sowas am Tisch liegt. Was das Ghost Quarter in dem Deck natürlich noch besser macht, macht Wastes Mana. Okay, ja, natürlich. Es ist nicht nur. Es hilft dir auch so Ja. effektiv. Greifen wir noch vor, was man noch für Länder spielen könnte, theoretisch. Also es gibt zwei Länder, die in das Deck passen würden, meiner Ansicht nach. Das eine ist Gevonit Township, Ja. obwohl man eigentlich eh schon wie soll ich sagen, im Top-End spielt, weil man hat Swordmaster, Reality Smasher, man greift dementsprechend für viel an. Gevonit Township könnte man natürlich als Mana-Sink verwenden, ist keine schlechte Möglichkeit. Und was auch cool ist, was so ein Favorite-Land von mir ist, ist das Innistrad-Land, das für Blau-Weiß ein Spirit macht, wenn man eine Karte zum Ah, Graveyard. okay, ich weiß, was du meinst, Moorland ja. Taunt, Ja. so, weil man einfach so viele Creatures spielt. Und wenn man die doppelt und dreifach verwenden kann, ist das natürlich auch nicht schlecht. Und mit den Flyern in der Luft wäre es natürlich auch eine Möglichkeit. Also wer fancy sein will, spielt den Moorland Taunt und greift in der Luft an. Und ansonsten kann man natürlich auch das Township spielen, ganz klar. Okay. Gut, na dann gehen wir zu deinen Kreaturen, die sich freuen, wenn sie getownshipped werden. Und zwar zwei Birds of Paradise, vier Noble Hierarch sind auch deine Mana-Kreaturen in dem Deck, um dich einfach schneller werden zu lassen, dass es kein Eye of Ugin mehr gibt. Ja, genau. Also man kann sehr extrem schnelle Starts mit dem Deck haben. Noble Hierarch ist natürlich besser, weil er das Exalted. Exalted hat. Und die Birds, man braucht eigentlich kein andersfärbiges Mana, außer Blau-Weiß und Grün. Von daher, es gibt Listen mit mehr Birds, Ja. die spielen aber dann die nächste Karte nicht, wenn wir weitergehen. Die spielen dann keine Eldrazi Skyspawner. Davon spielst du aber vier. Ich spiele vier, ich spiele dafür keine Meta Reshaper, Okay. weil ich probieren möchte, einfach noch schneller
Board Presence zu bekommen, aber nicht, dass der Meta Reshaper sich selber ersetzt, sondern ich möchte dann in die High Drops schneller kommen. Und da ist der Sky Spawner natürlich optimal, wenn man zum Beispiel hat Bird into Sky Spawner, Turn 3 Meta, Turn 3 Sky Spawner, ja? Also nein, Turn 3 Reality Smasher. Ja, wenn man 5 Mana genau, einmal hat. Das ist was, womit viele Decks überhaupt nicht umgehen können. Mhm. Ja, das ist im Endeffekt genauso, wie es halt mit dem alten Eldrazi-Deck war, mit den 2-Mana-Ländern. Genau. Machst du das halt einfach jetzt über Mana-Generation. Genau, und das ist halt wirklich eine Ansage, und da kann man auch wirklich schnell das Spiel beenden. Mhm. Weil wir wissen, wie das Modern ein extrem schnelles Format ist, und es gibt Decks zu racen, und man muss schneller sein als die Combo-Decks. Und Reality Smasher kann das in der Hinsicht relativ gut. Okay. Gut, dann spielst du im Dreier-Drop noch 4 Eldrazi-Displacer. Ja, das ist der beste Freund vom Skyspawner. Das ist einer der besten Freunde vom Sautnerzieher und, wenn wir weitergehen, auch vom Drawn of Hope. Aha. Also der hat viele Freunde? Genau. Also der ist BFF mit allen, weil er einfach die Fähigkeiten wiederholt und wiederholt. Wenn man dazu kommt, dass man Sautnerzieher Displacer Lock hat, dann ist das ist auch halt ein Softlock mehr oder minder und ist irrsinnig schwierig für jedes Deck zu handeln. Gut, dann hast du sie eh schon angesprochen, du spielst natürlich 4 Thoughtnuts hier, 4 Reality Smasher, das ist ja so die Core von jedem Eldrazi-Deck. Ja, weil warum soll man es nicht spielen? Ja. Der eine haut fett zu, der andere zerstört die Hand. Oh, richtig, ja. Und haut auch noch gut zu. dann hast du auch angesprochen, du spielst 3 Drowner of Hope. Ja. Nehmen wir vielleicht die nächste Karte auch dazu, genau, die nächste Creature. Okay. Und einen Worldbreaker. Ja. Warum dieser Split? Warum nur 3 Drowner? Warum dieser Split, sage ich jetzt mal. Also. Die meisten Eldrazi-Listen spielen einen Worldbreaker aus dem Sideboard. Mhm. Das muss ich gestehen, ich finde diese One-Offs teilweise in den Decks schon random. Ja? Aber ein Worldbreaker im Sideboard ist random, wenn ich ihn Main-Deck spielen kann, wenn ich ihn Turn 4 oder 5 im besten Fall rausbringe und dem Gegner einen Mana wegnehme. Mhm. Ja? Und den Gegner einfach dementsprechend langsamer mache. Weil wenn ich zu dem Zeitpunkt noch nicht tot bin, dann spielen wir eben dieses Mid-Range-Game, dann kommen wir ins Mid- bis Late-Game und der Worldbreaker nimmt dem Gegner halt Tempo weg. Und ist halt etwas, das er schwer handeln kann. Und selbst wenn er den Worldbreaker handelt und er geht auf den Grave, dann hole ich ihn einfach wieder. Und je öfter ich den Worldbreaker recaste, also der Worldbreaker ist sowas, der Gegner muss den einfach entfernen. Ja. Er muss den entfernen. Weil wenn er mal auf die Hand Retour gibt, ist es schlecht, weil ich ihn recast. Ja. Wenn er einen Graveyard gibt, ist es schlecht, weil ich ihn recast. Mhm. Weil man hat einfach so viel Mana, mit dem er arbeiten kann, mit den Sky Spawnern, mit den Drawn of Hope, mit den Mana Dorks. Mhm. Also Worldbreaker ist als One-Off ein super Finisher, der halt von einem komplett anderen Engel wieder angreift. Ja. Und Displacer ist auch BFF natürlich. Nein, der ist am Cast. Der ist am Cast. Also der Worldbreaker okay. ist am Cast. Aber der Displacer mag alle Eldrazi eigentlich. Ja, und der Drawn of Hope ist eben, der kann halt im Creature Matchup, ist das halt die Karte, auf die du spielst, tappst die Sachen weg, bringst ein, zweimal den Reality Smasher durch und normalerweise hat sich die Sache erledigt, weil es gibt Creature-Listen spielen meistens viele Fetch-Länder, viele Shock-Länder und wenn du einmal, zweimal den Smasher durchbringst, ist das normalerweise beendet. Okay. Jetzt gleich zu den Creatures habe ich eine Frage. Es gibt Bandeldrasse-Listen, die spielen Tamagoyfs. Ja. Du nicht, weil... Weil... Ist. Nein, weil es ist zwar der Zweier-Drop, aber normalerweise will man eh vom Einser in den Dreier-Drop hinein und dann weiter rauf. Das Problem ist beim Tamagoyf, dass er okay ist, aber dadurch, dass man selber wenig Fetch-Länder hat, dass man wenig Instants und Sorcery spielt, ist der Tamagoyf oft einfach nur ein 2-3er. Mhm. Und der 2-3er für 2 ist okay, aber halt nicht gut. Ja. Und wenn ich mit der und dadurch, dass ich halt over the top gehen will, spritze ich den Zweier-Drop, auf gut wienerisch gesagt, und schaue, dass ich in die höheren Drops komme und dafür dementsprechend schneller. Alles klar. Gut, dann gehen wir noch zu deinen 10 Spells. Du spielst 4 Ancient Starings. Ist super, weil sie natürlich alles findet, was das Deck macht. Du suchst halt die Länder, du suchst relativ oft die Eldrazi-Tempel. Du kannst dir natürlich aber auch dann die Großquarter suchen, wenn du gegen einen Inkmos Nexus spielst oder wenn du gegen einen Raging Ravine spielst oder Tron-Länder. Du kannst dir alle Eldrazi suchen. Das heißt, wenn ich jetzt auf das Mana Denial gehen möchte und ich
bin soweit, dann suche ich mir den Worldbreaker oder dann probiere ich den Worldbreaker zu finden oder wenn ich over the top gehen will, den Skyspawner oder wenn ich gegen das Control-Match spiele, hole ich mir den Swordnerzieher, schaue mal die Hand an, schaue, wie ich mit dieser Hand interagieren kann oder wie die Hand schlecht mit mir interagieren kann. Also Ancient Steering Sin Deck ist die Entdeckung mehr oder minder, weil du halt wirklich dir Sachen aus deinem Deck suchen kannst und dementsprechend dein Spiel gestalten kannst. Mhm. Gut, Removal-technisch hast du dann 4 Path to Exile, das ist mehr oder minder Selbsterklärung, du spielst Weiß, das ist das beste Removal in Weiß, was Modern hergibt. Aber du spielst auch 2 Dromokas Command. Ja. Okay, Dromokas Command hat sich in Standard bewiesen als gut, in Modern sieht man es fast gar nicht. Ja. Ich glaube, dass Dromokas Command eine sehr unterbewertete Karte ist, weil einfach mit der hohen Anzahl an Kreaturen ist die Fightability immer gut. Reality Smasher kämpft mit allem, hat überhaupt keine Probleme damit. Worldbreaker genauso. Dazu hat man ein Blood Moon Removal. Mhm. Wenn's diese Blue Moon Decks wieder mehr aufkommen, hat ein Blood Moon Removal. Man kann mit Goggles ein bisschen besser interagieren. Man nimmt ihm halt einmal eine Verzauberung weg. Im schlimmsten Fall countert man das Anger of the God. Oder im besten Fall. Was eigentlich nicht so schlecht ist, wenn ich Bird, Skyspawner, Displacer habe, dann will ich das eigentlich countern. Mhm. Und ansonsten, ja, wie gesagt, das sind halt die Pass 5, 6 oder das Enchantment Removal oder eben mal der Counter für den Anger of the Gods. Ja. Und der 6-6 Reality Smash ist ja auch keine schlechte Ansage. Nein, absolut nicht. Gut, die ersten 60 durch, gehen wir zu den nächsten 15. Das Sideboard, also ein Christopher Posteldeck, man findet eine Linvala. In dem Fall ist es die kleine, nicht die große. Nein, die große bringt man noch nichts im Modern, aber die kleine halt. Einfach weil die ganzen Toolbox-Decks wieder aufkommen, das ganze Melira, Anafenza, Kitchen Finks, Red Cap, whatever. Mhm. Jetzt gibt es lustige Leute, die Nahiri Kiki-Listen spielen. Und sich einfach durchs Deck ziehen, Kiki Jiki, Restoration Angel und sowas, da ist die Linvala schon gut. Natürlich ist die Linvala auch gut gegen Mana-Generation beim Gegner, weil auf einmal ist der Bird einfach nur ein 0-1er Flyer für 1. Den würde ich nicht in der Modern-Deck spielen, wenn ich ehrlich bin. Okay. Also die Linvala. Nur weil du kein Gavin in Township spielst, sonst wäre schon wieder fast gut. Also die Linvala hat schon ihre Einsatzgebiete. Es ist nicht so wie früher, dass man 2 bis 3 aus dem Sideboard braucht gegen die Pot-Decks, sondern einfach die eine im Sideboard ist schon okay. Mhm. Alles, was mehr ist, ist sie dann ein bisschen clunky auf der Hand. Okay. Dafür spielst du aber 2 Glen Elander Archmage. Counter in Bodyform oder? Genau. Also du hast 2 Counter. Mhm. Das Wichtige ist, du hast 2 Counter, weil du gegen Mass Removal halt teilweise schlecht ausschaust, wenn du einmal das Board overcommitten musst. Und Kleine Landra ist halt dann eben gegen diese Grixis-Listen, die mit so viel Spot-Removal spielen. Mhm. Und ich gehe jetzt von Reality Smash aus, Reality Smash, der kleine Landra an Bord, und das ist schon was eine ganz harte Sache für den Gegner. Wie entscheide ich mich, was remove ich? Wenn ich den Reality Smasher target, dann muss ich discarden, dann wird es gecountert, etc. Also es sind so viele Entscheidungen für den Gegner, die ihm einfach das Spiel schwerer machen und wo er einfach seine Ressourcen nutzen muss. Im Endeffekt braucht dann 3 Removal und eine Handkarte, um die beiden wegzubekommen. Richtig. Und Glen Elendra ist halt ein 3-3 Flyer auch. Das ist auch nicht so schlecht. Ja. Gut, dann spielst du 2 Timely Reinforcements gegen die Burn Deck, schätze ich einmal. Du brauchst halt gegen die Burn Deck, du brauchst halt den Live Gain. Was auch cool und interessant wäre in dem Deck, ich bin ein großer Fan davon, wäre Azorius Charms. Einfach, dass man allen seinen Creaturen Lifelink gibt. Und dann einmal das Race komplett umdreht. Ja. Das sollte man in dem Deck ab Turn 4 machen können. Mhm. Und da ist man eigentlich gegen die Creature Burn Decks noch nicht tot. Man sollte auch gegen Zo noch nicht tot sein, weil man eben selber das zum Board committen kann. Mhm. Also Azorius Charm wäre eine andere Möglichkeit zu den Reinforcements. Reinforcements ist halt, man kriegt halt fix die 6 Leben. Bei einem schlechten Draw kriegt man mit Azorius Charm vielleicht nur 2-3 Leben. Mhm. Dafür hat Azorius Charm eben die Möglichkeit, Karten zu ziehen und Creatures zu bouncen. Ja. Und auch mal 20 Leben zu kriegen. Ich meine, wenn du das kriegst, dann hast du wahrscheinlich gewonnen, weil das ist eh so viel Power an Bord. Dann spielst du 2 Gravediggers Cage, weil Dredge-Decks jetzt ziemlich aufgekommen sind. Ja, die ganzen Dredge-Decks, die ganzen Priced Amalgam-Decks. dann natürlich die
die Quad-Decks. Mhm. Will nichts aus dem Deck holen. Auch die Snapcaster-Sachen einfach so für nebenbei. Mhm. Dann natürlich 3 Stony Silence, weil Affinity ist noch immer ein Deck. Ja, ist ein unangenehmes Deck. Hast dich beherrscht? Ich habe mich beherrscht, ja. Nein, Affinity ist einfach extrem schnell und auch wenn man in der Luft was hat und wenn man am Boden was hat und Affinity gar nicht so ein schlechtes Matchup ist, weil der Edge Champion halt einfach gack ist gegen dich, ja. Ja, weil du blockst ihm halt mit dem Reality Smasher. Trotzdem auch gegnerische Throndecks, boardet man auch gegen Throndecks und Traun kann natürlich auch unangenehm sein, aber wir wissen, dass Traun gegen jedes Deck unangenehm sein kann, weil der Turn 3 Khan ist immer noch overpowered ohne Ende. Ja. Und die Turn 3 Wurmcoil Engine ist in vielen Fällen stärker als die stärkste Kreatur von mir. Ja. Und von daher schaut man halt, dass man Traun da auch ein bisschen das Leben schwerer macht. Mhm. Dann 2 Negate im Sideboard, ist klar, weil du gehst nicht ohne Negates aus dem Haus, fällt ja. mal auf. Ja, das. Ich glaube, ich habe das eh schon öfter erwähnt. Es gibt kein Deck, das irgendwo blau hat, wo ich mittlerweile keine Negate spiele. Auch in Modern nicht, weil das Negate einfach ein Hardcounter ist. Das Spell Pierce ist die ersten 2-3 Turns wahrscheinlich besser. Mhm. Das Negate ist aber in weiterer Folge nicht nur gegen, wie soll ich sagen, das Negate hat mehr Anwendungsmöglichkeiten und kann ich dementsprechend öfter boarden auch. Mhm. Okay. Und dann natürlich noch 2 Dismember beim Sideboard, damit du wirklich auf 8 Removal im Ende raufgehen kannst. Genau, also gegen die Creature Matchups, gegen Infect auch, dass man einfach alles abschießt, was zum Abschießen gibt. Mhm. Also ich meine, Dismember ist halt eines der besten Removal, weil man es für eins spielen kann. Ja. Und in dem Deck, dadurch, dass man so viel Board Presence auch hat, kann man auch auf die 4 Leben zahlen. Ja. Und in Wirklichkeit ist deine Board Presence ja primär am Boden, das heißt, wenn du den Flyer abschießt mit dem Dismember, dann sollte es eigentlich safe sein. Und dann das letzte Karte habe ich mir aufgehoben, weil ich sie so geil finde. Du spielst ein einsames Bribery. Mhm. Bribery für die Leute, die es nicht kennen, weil das war im Standardformat das vor ewigen Zeiten das letzte Mal und im Modern wird es nicht gespielt. Ist ein 4-Mana-Sorcery und du sagst nichts anderes, als du kannst aus der generischen Bibliothek eine Kreaturenkarte raussuchen und die gehört dann dir. Genau. Also bringst ein Spiel unter deine Kontrolle. Und Bribery aus dem Grund auch, weil die ganzen Hero-Decks aufkommen und jeder jetzt muss mein Emrakul spielen. Dann spielst und du sein Emrakul. Du spielst sein Emrakul halt Turn 3, im besten Fall. Ja. Da wird er nicht mehr gewinnen. Du kannst gegen andere Decks, es gibt halt mehrere Möglichkeiten, wo man das Deck boarden kann, auch im Mirror-Match, dass man den gegnerischen Worldbreaker zieht. Mhm. Oder sich zumindest einmal weiß, wogegen man spielt, wenn man schaut sich die Decke an, dass man gegnerischen Sortnotzieher rauszieht, dass man, wie soll ich sagen, Kiki-Jiki vom Gegner rauszieht, wenn man witzig ist und sich seinen eigenen Drawn of Hope kopiert. Ja, oder den Sortnotzieher. Oder den Sortnotzieher oder solche Sachen einfach. Ja. Also es gibt genug Einsatzmöglichkeiten dafür. Ja, ist eine super coole Karte. Wie ich die gelesen habe, habe ich mich urgefreut, weil ich habe mich erinnert, wie ich das letzte Mal Bribery gespielt habe, damals in Standard. Jetzt will ich gleich wieder den Modern auch spielen. Ja, also Bribery ist sicherlich eine Karte, mit der man rechnen kann oder sollte oder auf jeden Fall. Wenn man gegen Christopher spielt, weil bis spielt. Jetzt, glaube ich, hat die noch keiner ins Modern-Format gebracht. Nein, es gibt immer wieder Leute eben, die sich Sachen überlegen und wie die Frage war halt, wie attackiere ich diese Hero-Decks von einem anderen Engel und nehme ihnen nochmal die Win-Option und dann sollen es probieren, wie es dagegen spielen. Ja, wie sie gegen einen Emrakul gewinnen. Genau. Passt, 75 Karten durch. Du hast gesagt, du willst noch was sagen nach dem Deck-Check, sozusagen nach dem Deck selber. Also, deine Bühne. Ja, und zwar, warum Eldrazi? Ja. Ich glaube, dass Eldrazi in einem diversen Modern-Meta-Game gut platziert ist. Mhm. Eldrazi spielt sich gut gegen controlligere Decks, weil man eben die fetten Creatures hat und jede Creature macht auch was, weil man Softlocks kreieren kann, Sortnotzieher mit Displacer oder einfach sich massiv kleine Eldrazi Spawns machen kann, das Board einfach einmal, wie soll ich sagen, Angst. Übernehmen. Genau. die ganzen Board-Stall-Games in den gegen Midrange-Decks übernimmt halt auch Drawn of Hope dementsprechend, weil man, wie gesagt, mit Displacer noch mehr so kleine Ranzburschen macht und die gegnerischen Viecher wegtappt. Und das kann man halt
damit kann man auch Kombos unterbrechen vom Gegner. Wenn er zum Beispiel wirklich Kiki-Jiki Restoration Angel draus hat und du weißt das schon, dann im Upkeep tapst ihm einfach deine Kiki-Jiki und überlebst halt wieder einmal eine Runde und solche Sachen. Warum Eldrazi noch gut ist, weil es gegen die ganzen extremen Agro-Decks auch nicht instant zusammenschiebt, sondern einfach, weil es eine Board Presence aufbauen kann und weil du das mit bis Late Game in mehr als 50% der Fällen gewinnst, außer du bist auf 7 Leben und der Gegner schießt dir Bolt, Helix, Bolt oder irgendwie sowas. Ja. Ansonsten, jedes Midrange-Deck ist ein okayes Matchup, wenn es das Wort gibt. und man kann halt das Eldrazi-Deck auch ziemlich gut auf das Metagame anpassen. Weil es einfach mit auch mit Warping Whale und sowas und Spatial Concoction einfach richtig gute Removals hat oder beziehungsweise das Warping Whale ist ja der Eldrazi Charm mehr oder weniger. Ja, natürlich. Weil du einfach auch Sorceries countern kannst. Und das Anger of the Gods countern oder Wrath of God, The Nation. Also es gibt schon genug Sachen, mit denen man so interagieren kann. Die lästig sein können für dich. Und in so einem offenen Metagame, ich habe jetzt mit mehreren besseren Spielern, also mit mehreren Spielern gesprochen, die besser sind als ich, und die haben alle gesagt, du musst in Modern was Aktives spielen. Du musst wirklich was tun, du musst was am Board machen, weil wenn du nur sitzt mit deinen drei Counter und du findest deine Win-Option nicht, dann stirbst du irgendwann. Dann verstirbst du auf Dauer. Und gerade Modern ist ein relativ schnelles Format. Und wir haben auch gesehen jetzt beim Legacy Grand Prix, da sind auch Eldrazi gespielt worden. Ja, ja. Und warum, wenn das in Legacy gespielt wird, warum kann man es nicht auch in Modern so bringen? Auch wenn Legacy halt den größeren Kartenpool hat. Und das Brokene Eldrazi-Deck halt, weil halt mehr zwei Mana Länder. Aber das haben auch andere Broken Decks. Genau. Aber Eldrazi ist auf jeden Fall zum Empfehlen. Und ich glaube, es ist auch nicht so extrem teuer als Einstiegsdeck. Ich meine, die Noble Hierarchs sind relativ teuer, sage ich. Ja, aber man kann natürlich auch... Für ein Modern Deck ist es akzeptabel, sage ich jetzt mal. Aber du hast so die Kevin und die Noble Hierarch. Ja. Aber ja, es gibt wahrscheinlich auch günstigere Decks, muss man jetzt auch natürlich dazu sagen. Ja. Aber es ist halt dafür ein ziemlich starkes Deck, was halt bei den Grand Prix auch jetzt Performance bringt. Also es ist, wenn man das MTGO-Metagame auch handelt, es gibt immer Eldrazi-Decks in den Top 8 mittlerweile, weil es einfach auch konstant rennt. Ja. Und das ist wichtig in einem Format wie Modern, dass es konstant rennt. Gut, Christopher, vielen Dank fürs Vorstellen. Bitte gerne. Euch danke fürs Zuschauen. Wie immer könnt ihr uns Kommentare unter dem Video hinterlassen. Ihr könnt uns auf Facebook und Twitter erreichen, im Shop antreffen oder uns auch auf unsere E-Mail-Adresse schreiben. Wir wünschen noch eine schöne Woche und sehen uns beim nächsten Video spätestens dann. Ciao, ba. Tschüss. Bist du richtig begeistert von dem Deck? Spielsache. Ich gehe jetzt am Samstag, spiele ich es im Spielraum.